So, also Chat, hä? Wir sind wieder back mit einem Blind Date. Ich gebe euch so 5 Minuten. Könnt ihr euch so ein bisschen kennenlernen, könnt ihr freie Fragen stellen, hä? Hey, freut mich. Ich bin der Noah. Es läuft. Hoi, ich heiße Lili. Also eigentlich Lilian oder Adi sagen wir Lili. Ich bin in Zeni. Ich komme nach Zürich. Okay, ich bin 21. Ich komme ursprünglich aus Saudi-Arabien. Und die Schweiz. Ich komme auch von Zürich. Aus wo kommst du ursprünglich? Halb Italien, halb Kosovo. Ah, Italien und Kosovo? Ja. Das ist eine crazy Mischung. Lass mich raten. Mutter kommt von Italien. Mutter kommt von Italien? Ja. Und Vater von Kosovo? Ja. Okay, wer ist, so ein bisschen, wer ist der strengere Elternteil? Mein Vater hat mich ganz streng erzogen. Und hast du eine gute Beziehung mit deinen Eltern? Nein. Oh, okay, schade. Ja, man kennt es. Es ist so ein Hassliebe mit Eltern, oder? Nein, ich habe gar keinen Kontakt mit ihnen. Okay, shit, das ist deep. Okay, und sonst geht es dir gut? Ja, selbst. Ja, bei mir geht es super. Was spielst du denn für Sprachen? Italienisch, Albanisch, Spanisch ein bisschen, Deutsch, Englisch. Ja, du? ich spreche Schweizerdeutsch und ich verstehe Arabisch. Reden habe ich eher verlernt, aber Muttersprache ist Arabisch. Nein, Italienisch ist auch nicht meins und Albanisch auch nicht. Willst du mir irgendein Wort beibringen? Keine Ahnung, sag was. Sag mal, heute haben wir einen wunderschönen Tag. Oggi abbiamo un giorno bello. Oggi abbiamo un giorno bello? Ja. Ist gut gewesen? Oder una bella giornata. Okay, das kann ich nicht. Una bella giornata. Oggi abbiamo una bella giornata. Schön, sehr schön. Und bist du schon oft in Italien gewesen? Ja, also ich bin nicht aufgewachsen, bis Sydney. Ah, bis Sydney? In Sizilien. Okay. Und dann sind wir in die Schweiz gekommen. Und deswegen kann ich Italienisch noch. Für was interessierst du dich sonst noch? Hast du irgendwelche Hobbys oder Talente? Keine Ahnung. Ja, ich tue singen. Ah, singen? Wirklich? Ja. Wow, okay. Ich sage jetzt mal nicht vorsingen, weil sonst so under pressure ist komisch. Seit wie lange singst du denn? Also eigentlich immer schon seit Kind habe ich mega gerne so immer gesungen, so bei Kinderserien und dort, keine Ahnung. Nachher bin ich mit 15 Privatunterricht gegangen bis 18 und nachher bin ich eben auf Dübendorf gezügelt und nachher ja, habe ich keinen Privatunterricht mehr genommen. Nice, schön. Du, ja. Was hast du für Hobbys? Ich reise gerne. Mhm. Ich habe viele Friends, die musikalisch sehr talentiert sind. Sprich produzieren, sprich singen, sprich rappen. Ich selbst interessiere mich mega für Mode. Mhm. Genau, aber jetzt so Special Talents habe ich nicht. Ich habe für ihn geshootet. Wann hast du Geburtstag? 7.2.2004, also 7. Februar. Ich bin Wassermann. Oh. Was hast du für ein Sternzeichen? Sternzeichen? Ich bin wieder. Okay. 8. April. Kennst du dich so aus mit Astrologie? Nein, nicht so. Ich habe eine Kollegin. Aber was sie mir gesagt hat, ich soll mich von Skorpionen fernhalten. Ah, shit. Okay. Was ist dein Lieblingsessen? Lasagne. Lasagne? Okay, gut. Ich kenne einen guten Laden. Gehen wir mal zusammen Lasagne essen. Fix. Also ja. Fix, machen wir das. Okay, perfekt. Dann ist gut. Lasagne immer. Lasagne ist das Beste, das sage ich nicht nein. Was würdet ihr gerne an eurem ersten Date zusammen machen? So, wie würdet ihr euch das vorstellen? Also jetzt persönlich mit ihr? Genau, voll. Hauptsache gut essen. Mhm. Ich habe jetzt nicht gerade, wie sagt man, so grosse Erwartungen. Also ich bin so ein bisschen spontan. Ich lasse mich einfach gehen. So ein bisschen geplant ist ja safe, was wir ein machen. Ja, voll. Bei mir ist ähnlich. Etwas essen, etwas trinken. Dass wir sich besser kennenlernen, dass wir besser reden. Ich liebe es, wenn die Typen beim ersten Date organisieren, dass ich nur mich parat machen muss. Und fix. Nicht so, weißt du, wenn wir das essen? Ja, oder nein, so, du fragst so, ja, was willst du machen? Ja, keine Ahnung, ja. Ach. Und ich liebe es, wenn ein Mann so weiss, hey, das und das und das, du machst dich einfach parat. So. Okay, schon geplant, okay, organisiert, okay, gut. Ja. Aber eben, beim ersten Date würde ich auch etwas essen, gut trinken, reden, kennenlernen. Yeah. Was sagt ihr so beim ersten Date? Kann man da intim werden? Oder sagt ihr das so, nein, erste Date ist erst kennenlernen und nachher intim? Es kommt einfach so, wie es kommt, Amix. Das ist das, was ich mega lustig finde. Mhm. Und was ich auch sozusagen selber gesehen habe, dass auch eben
du sagst, okay, erste Date ist da oder bis drei Dates läuft das und das nicht. Aber schlussendlich, wenn ihr euch mega gut versteht auf, sagen wir mal, emotionale Basis und auf sozusagen flirty Ebene, dann ist es relativ unberechenbar, würde ich sagen. Aber wenn man seine eigenen Regeln feststellt, wie man vielleicht mal früher irgendwie verletzt wurde oder so, respektiere ich vollkommen. Also ich habe keine Erwartungen. Also bei mir ist erste Date intim sein oder abküssen und so ist bei mir volles No-Go. Ich würde auch nie beim ersten Date küssen, auch nicht beim zweiten, ich bin immer beim dritten. Weil ich sehe das anders. Ich finde, so, das ist Energie, die du weitergehst und wenn nachher irgendwie nichts wird, hast du einfach die Energie. Also hast du das einfach gemacht und in Sinn. Und also bei mir ist das No-Go. Okay, also erste Date bleibt clean, also nur. Yes. Alright. Okay, und würdet ihr jetzt sagen, so, aber Sex, so an sich, ist wichtig in einer Beziehung? Also ich finde, ja, es gehört schon dazu, weil ich finde auch, wenn man zusammen intim ist, verbindet man sich mehr. Also dann ist so Seele und Körper vereint. Wow, aber, schön gesagt. Und ich habe das Gefühl, eben, mir kann das Gefühl, so, die Energie, die ich habe, gebe ich dir weiter und um mir. Und ich habe so, ich weiß nicht. Aber eben, ich finde auch, Kommunikation ist sehr wichtig und man kann sich miteinander absprechen, was ist jetzt gut, was nicht. Ja. Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, er spielt eine grosse Rolle, aber nur, also jede Person nimmt es anders. Weißt du, ich meine, für jeden ist es anders. Ja. Aber ich habe das noch nie gehabt. Von daher ist das schwierig zu sagen. Okay. Ja. Und was sagt er so? Wie oft so in der Woche ist so gesund? So. Boah, das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Das kann ich nicht sagen. Ich auch nicht. Also es ist halt so, Anfangsbeziehung ist es eh immer mehr. Aber nachher habe ich das Gefühl, es lädt nachher. Ja, ich finde auch am Anfang ist der. Okay. Ich habe halt nicht so viele Beziehungen gehabt. Ich habe nur eine. Nur eine? Bis jetzt. Okay, ich habe zwei gehabt. Was ist eure Lieblingsstellung, würde ich sagen? Ich glaube, ich habe mehrere Lieblingsstellen. Ich kann nicht sagen, das ist meine Lieblings. Jede Stelle ist seine eigene Art geil. Okay, ja. Von der Back habe ich gerne. Yeah. Und auch, wenn sie auf mich ist, Mann. Mhm. Ja, nein, ich finde, wie du am Anfang gesagt hast, ich finde auch, es ist alles. Also wenn es mit der richtigen Person ist, dann ist alles schön und gut. Darf jetzt zum Beispiel deine Partnerin dürfen sie männliche Kollegen haben und umgekehrt auch? Also ich bin nicht Fan von dem. Ich persönlich finde es cool, okay, wenn ich dabei bin, dann ist es gut, können wir alle zusammen chillen. Wenn ich nicht dabei bin, dann muss es wirklich so ein Kindheitskollege sein. Und auch sonst. Also bei mir aus meiner Erfahrung, ich bin früher mega toxisch und eifersüchtig gewesen. Ich bin so eine eifersüchtige Person gewesen und dort habe ich gesagt, nein, überhaupt nicht, no go. Aber ich habe daraus gelernt und ich finde, das war ein Fehler von mir gewesen. Also ich finde so, wenn es eine gute Kollegin ist von früher, ja, aber ich finde jetzt, wenn du noch Kontakt hast mit einer Kollegin, wo du mal etwas gehabt hast, dann finde ich das eher so no go. So, wo du F plus oder so kannst, das finde ich nicht so. Aber eben, wie gesagt, also ich würde meinem Partner nicht verbieten, Kolleginnen haben, wenn sie gute sind und ich sie kenne und ich mich mit ihnen auch gut verstehe. Weil schlussendlich, wie er es auch gesagt hat, du kannst alles machen, wenn dein Partner eben etwas vorhat, er wird es machen, ob du streng oder nicht streng bist. Eben. Also ich finde, nein, das würde ich nicht verbieten. Wenn jetzt euer Partner oft im Ausgang ist, im Club, während ihr in der Beziehung seid, was sagt ihr dazu? Findet ihr das nice? Oder? Ich persönlich muss zuerst Vertrauen aufbauen. Wenn ich weiss, meine Frau kennt ihre Grenze, sie weiss, wie viel Alkohol sie trinkt, bis sie sich noch spürt und nicht vor Blackout geht. Eigentlich kannst du mit deinen Kollegen schon gehen, aber es ist so, wenn deine Kollegen ein bisschen so, weißt du, was ich meine? Wenn deine Kolleginnen so voll rum sind, dann bist du automatisch irgendwie rum, verstehst du? Wenn du jetzt Kollegen hast, das sind Hoes, Bro. Weißt du, ich will dich nicht, dass du mit den Hoes in den Ausgang gehst, verstehst du? So, what the fuck? Nein, Mann! Du kannst mit mir in den Ausgang gehen, checks. Also bei mir eben, ich finde es mega schön, wenn man in einer Beziehung ist und man zusammen in den Ausgang geht. Mhm. Weil eben, man kann alles zusammen erleben. Weil nur wenn man in einer Beziehung ist, heisst nicht, dass man jetzt tot muss sein oder eben gefangen muss sein. aber ich finde so, allein Club gehen ist auch gut.
eben Hauptsache du kennst deine Grenze. Genau, dann ist es eigentlich schon fast so weit. Sollen wir es langsam auflösen? Ja, wir können es auflösen. Oder hast du noch Fragen? Nein, für mich ist gut. So, wie haben wir es bis jetzt gefunden? Gut, hey, danke vielmals. Aber ich kann, die Stimme kommt mir bekannt vor. Ich glaube, ich kenne den Mensch. Was? Was? Mich? Ja! Herrlich. Ich glaube, ich kenne ihn schon. Ich weiß nicht. Ich zähle jetzt dann auf 3 runter. Okay. Und dann könnt ihr eure Blindfolds runternehmen. Okay. Also. 3. 2. Eins. Geht's. Wie war die Experience am Blind Date? Gut, du hast es gut gemacht. Wirklich. Ja, gute Fragen. Schwierige Fragen. Nice, nice, nice. Schwierige. Genau, jetzt kommt eigentlich die entscheidende Frage so von heute. Wollt ihr das Date weiterführen? Also wollt ihr eure Socials austauschen? Oder wollt ihr eher so trendy weggehen? He? Ich gebe euch schon eine Minute Zeit. Könnt ihr euch schon überlegen. He? Und dann komme ich wieder. Und dann droppen wir. Okay, okay. Also. Ich muss überlegen. Ich zähle noch auf 3 runter und dann sage ich entweder Date oder na. Also, 3, 2, 1, Date. Oh! Vamos, Chat! W. Lasagne, oder? Mhm. Okay, gut. Lasagne? Ja, Lasagne. Yay! Yeah. Ja. Nice. Hat mich gefreut. Genau. Mich auch. Cool gewesen. Noch nie so ein Erlebnis gehabt. Spannend. Ja. Gut, das war dein Ding für heute. Ich hoffe, es hat euch allen gefallen. Checkt mich aus. Insta, TikTok, @miwolfrancisco. Ihr könnt euch eure Socials noch schnell raushauen. Ich habe kein Insta, ich habe kein Snapchat. Ja. Yeah. mein Insta ist lili.nre. Fab, da eingeblendet. Gut. Genau.